Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. So, heute geht's um die berühmten Generics. Ich habe es hier oben schon mal hingeschrieben, damit wir ein kleines Beispiel haben, was uns letztes Mal begegnet ist, denn wir kriegen eigentlich immer Generics um die Ohren geworfen. In diesem Fall haben wir hier einen Sum bekommen. Hier steht Sum von 7 drin. Der Witz ist, dass wir nicht unbedingt ein Sum von einer Zahl brauchen. Sum kann ich auch aufrufen von einem String oder irgendwie sowas. Das ist passiert, weil sich Pop hier nicht sicher ist, ob es überhaupt irgendwas zurückgeben kann. Und deswegen sagt es, okay, ich gebe vielleicht was zurück, vielleicht aber auch nicht. Und da passiert es dann eben, dass wir hier sagen Sum von irgendeinem Typen oder einfach None. Da brauche ich keinen Typen. Aber der Typ ist veränderlich. Das wird alles durch dieses T hier geregelt. Es gibt nicht ein Option für ein Integer und für ein Float und für ein String und so weiter und so fort, sondern es gibt ein Option für alles. Und das bedeutet, ich darf hier mir auch verschiedene Options erstellen. Zum Beispiel sage ich hier let x vom Typ Option. Und jetzt gebe ich hier meinen Typen an, den ich gerne hätte. i32 ist gleich sum von 5 oder sowas. So, und jetzt habe ich mir hier den Typen festgelegt. Und das bedeutet, ich habe in meinem sum, also ich sage hier oben, das t ist jetzt hier für in diesem speziellen Fall, ist es ein Integer mit 32 Bit, also i32. Und in sum von t muss es dann auch ein Integer vom Typ 32 sein, nur es muss halt echt ein konkreter sein, also ein 5 zum Beispiel. Und ja, wenn ich jetzt hier Bock habe, kann ich auch sagen, ich hätte gerne einen String. Oder ich kann auch sagen, ich hätte gerne einen Float mit 64 Bit. Da muss ich hier hinten aber auch einen Float mit 64 Bit zur Verfügung stellen. Und zwar mache ich das mit 5,0. So Sachen kann man mit Generics machen. Und ja, der Witz ist eben daran, wir können hier die Typen verändern. Könnt ihr in eure Structs einbauen, könnt ihr in eure Enums einbauen, könnt ihr im Prinzip überall einbauen. Das ist ziemlich cool. Aber es hört noch nicht auf. Wir machen sogar noch weiter. Wir können hier nämlich auch noch mehr reinpacken. Wir können hier nämlich noch mehrere Typparameter reinpacken. Zum Beispiel Option von t, e. Man sagt, der erste Parameter sollte ein t sein für Type. Der zweite kann sein, was er will. Also t, keine Ahnung, r oder sowas. Oder s oder was auch immer ihr wollt. Ich mache jetzt hier mal ein e rein. Und was wir jetzt brauchen, ist noch irgendwie eine sinnvolle Anwendung dafür. Sum other von e oder none. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier eine dreiteilige Möglichkeit, irgendwas anzugeben und wir können jetzt hier uns aussuchen, wir sagen hier vielleicht noch ein i32 rein. Das heißt, wir sagen jetzt, sum muss vom ersten Typ sein, also von t, weil wir haben hier gesagt t. Hier kann übrigens auch ein t stehen, aber dann bräuchte ich das e hier oben nicht. Sum vom Typ t, das heißt, es muss f64 sein. Wenn ich jetzt hier aber ein other eingebe, dann bringt mir das einen Error, weil das hier muss jetzt ein Typ e sein, also Typ e ist der hintere Typ, den wir angegeben haben, also ein i32. Das heißt, ich habe hier ein Problem, wenn ich einen Float oder sowas angebe, ich brauche unbedingt ein i32 hier hinten. Das heißt, other von 5 funktioniert, other von 5.0 funktioniert nicht, genauso wie sum von 5.0 funktioniert und sum von 5 funktioniert eben nicht. Okay, soweit? Ja, das sind Generics und die werden euch wahrscheinlich öfters noch begegnen, denn zum Beispiel, wie gesagt, Vektoren sind Generics, Option ist ein Generic, Result ist ein Generic, ihr werdet da wahrscheinlich noch ein paar finden. Okay, ja, das war's erstmal dazu und nächstes Mal gibt's generische Funktionen und ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.